Liebe Zuschauer, nachfolgend sehen Sie unseren neuesten Report aus Bregenz vom 28. Juni 2020. Bei der Veranstaltung waren mehrere Redner anwesend. Ein Anwalt, ein Arzt, weitere Personen aus der Wirtschaft und Privatpersonen. Zum Abschluss war noch ein Rapper anwesend. Die Veranstaltung verlief soweit friedlich. Es gab zwischendurch kurze Probleme mit anderen Veranstaltern auf dem gleichen Platz, welche aber danach beigelegt wurden. Ja. Alle sehen nur Salzwerksbewohner. Virus wird verharmlost, man völlig sind Idioten. Na, man kann wirklich, das sind sie selbst verliebt. Die Heuchler, die haben keine Spaß. Die Maschine ist heiß gelaufen. Hier sind nur die Vorboten, aber eure Zeit ist bald vorbei. Ja. Yo, das Volk hat geblinzt. Lenning ist scharf für eines Tages, so Gott will, folgt die heftige Strafe, die Abrechnung. Die Interviews des Herrn Dr. Fiala sowie des Dr. Ortner werden wir Ihnen in voller Länge separat zur Verfügung stellen. In diesem Video finden Sie eine gekürzte Version der Kundgebung. Leider noch nicht da. Ihr dürft gerne von rundherum auch dazukommen. Wir machen hier eine kleine Spendenaktion. Ich bin die Organisatorin. Wir haben hier Redner, welche über gewisse immer noch aktuelle Themen in Bezug auf Corona-Maßnahmen, Wirtschaftsproblematik, Staatsdiktatur sprechen werden. Das ist einmal der Herr Dr. Fiala aus Wien, einmal der Herr Dr. Ortner aus Tirol, ein Arzt und ein Rechtsanwalt. Ich würde gerne die Leute einladen, sich anzuhören, was die Herren zu sagen haben. Weiters wird der Herr Elbs eine Wirtschaftsrede halten mit sehr interessanten Informationen. Ich möchte noch kurz was über das System sagen, das aktuell national und global vorherrschend ist, und würde mich sehr freuen über ein bisschen Zuruf. Mein Name ist Tanja Moosmann, ich organisiere diese Versammlung. Habe 4 Kinder, arbeite nebenbei, mein Kleinster ist 20 Monate. Ich bin Laie, deswegen bitte entschuldigt, falls mir der eine oder andere Satz nicht ganz gelingt. Ich danke auf jeden Fall ganz herzlichst meinen Unterstützern und Sponsoren, die das hier ermöglicht haben. Der Sinn und Zweck sollte sein, dass wir ein paar Spenden sammeln für die beiden Vereine Stunde des Herzens und Annas Waisenhaus, die beide einmal hier in Vorarlberg bei großem Leid helfen und einmal auch im Entwicklungsland Afrika für die Kleinsten in der Kinderhilfe wirklich Großartiges leisten. Ich bitte euch gerne, euch hier zu informieren, direkt bei den Vereinen vor Ort, links neben mir. Oder rechts von euch gesehen, rechts neben mir. Die Getränke, die wir zur Verfügung stellen, die sind hier gekühlt in Boxen, die sind gratis für alle. Bitte kommt und holt, wenn ihr was möchtet, spendet dafür an die Vereine. Es geht hier um sofortige Entlastung und Unterstützung in der Wirtschaft, so wie die Regierung es uns versprochen hat. Es geht um die Aufhebung aller noch bestehenden Corona-Zwangsmaßnahmen, welche die Leute sehr belasten. Es geht um Förderung von eigenverantwortlicher Selbstbestimmung, dass hier gewisse Rechte nicht zu stark beschränkt werden, auch zukünftig im Falle einer weiteren Welle. Wir wünschen uns ein freies, faires und sicheres System, national, aber auch global.
ich bedanke mich an die Bürgerbewegung 2020, welche hier unterstützend tätig ist und in rechtlicher Hinsicht sehr engagiert ist und in Hilfeleistung aller Art bieten kann. Bitte informiert euch gerne. Ich habe in Bezug auf die Situation ein kleines Projekt gestartet. Auf meiner Homepage, auf dem Transparent hinter mir ersichtlich, wird dazu genauer erklärt. Die Vision dahinter ist die Förderung von mehr Toleranz, Verbindung und persönlicher Kontakte in Vorarlberg. Dazu werde ich demnächst anonym Erfahrungsberichte von vielen Menschen veröffentlichen, welche ich im Zuge dieser Versammlung, der Organisation dazu, gesammelt habe, gesprochen habe, mit unterschiedlichsten Menschen, mit unterschiedlichsten Ansichten, Belastungen und auch Lösungsvorschlägen für die Situation. Diese werde ich demnächst dort auch veröffentlichen, diese Erfahrungsberichte, und heute teils in meiner Rede mit einbeziehen. Ich habe vor, zukünftig Hilfsaktionen zu fördern, und zwar ausschließlich von transparenten Hilfsvereinen mit Sitz in Vorarlberg. Für regionale, aber auch internationale Unterstützung, je nachdem, wo einen das Herz hinzieht. So, nach dem Motto, Vorarlberg hilft mit, denn ich bin der Meinung, dass jedes Leben zählt. Ich begrüße hiermit dankend die beiden anwesenden Vereine. Auch die Bewegung 2020 habe ich leider noch nicht entdeckt. Wo seid ihr? Sie haben gesagt, sie sind da, vielleicht kommen sie ein bisschen später. Bitte geht zu Anna, schaut, was sie macht. Geht zur Stunde des Herzens, zur Kerstin, die wird euch erzählen, was sie machen. Spendet bitte gerne. Die gesamte Organisation dieser Veranstaltung wurde mir von Helfern gesponsert. Ich habe viel gesponsert, auch die Getränke wurden finanziert. Wir bitten euch wirklich, bedient euch. Wir möchten nicht alles wieder mit nach Hause schleppen. Mein Gedanke war, wenn ich 500 Euro investiere hier und dann Spenden dafür sammle, kommt vielleicht ein ähnlicher Betrag zustande, vielleicht sogar mehr. Die Idee war, dass wir viele zusammenbekommen, um dann wirklich was Positives zu bewirken. Nun freue ich mich ganz besonders unseren ersten Gast auf die Bühne zu bitten. Herr Dr. Fiala ist eigens von Wien nach Vorarlberg gereist, um uns hier zu unterstützen. Ich wurde am 14.05. von ihm eingeladen, bei der Easy-Demo in Wien vor dem Bundeskanzleramt eine Rede zu halten. Es war mir eine sehr große Ehre, und ich bedanke mich herzlichst, lieber Christian, für deinen Besuch heute und würde dich bitten, hier jetzt zu übernehmen. Vielen Dank. Es ist mir eine große Freude, wieder zurück zu sein in Bregenz. Ich habe hier 5 Jahre gelebt und gearbeitet. Vielen Dank für die Einladung und das sehr engagierte Team in Vorarlberg. Als Arzt und als Wissenschaftler ist es mir ein Bedürfnis, die Fakten darzustellen und die Fakten zu überprüfen, ist auch auf der Homepage von der Initiative für evidenzbasierte Corona-Information, ICI, auf der Homepage. Ich werde jetzt hier nur wenig auf Quellen eingehen können, aber Sie können darauf vertrauen, dass ich alles, was ich heute sage, recherchiert habe, belegen kann und dass das auf Fakten beruht und nicht eine Meinung ist. Leider sind viele von den Fakten in dem öffentlichen Diskurs zu kurz gekommen, beziehungsweise wurden Dinge behauptet, die medizinischen und wissenschaftlichen Fakten diametral widersprechen. Die zentrale Botschaft von heute, die ich ausrichten möchte, ist: Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Es gibt keinen medizinischen und keinen wissenschaftlichen Grund für die Angst und für die Panik, die von der Regierung propagiert wird. Und das aktuellste Beispiel und der aktuellste Beleg dafür ist die Studie in Ischgl, die von der Universität Innsbruck durchgeführt wurde und die letzte Woche präsentiert wurde und die das bestätigt hat, was wir schon seit Anfang des Jahres, seit Februar wissen.
Damals hat es ein Kreuzfahrtschiff gegeben namens Diamond Princess und dort waren auch 3700 Menschen 4 Wochen eingesperrt. Ein bisschen eine ähnliche Situation wie in Ischgl. Ischgl war ja auch unter Quarantäne, die Menschen waren eingesperrt. Und in diesen sehr besonderen Situationen kann man dann eben genau untersuchen, wie sich ein Virus oder ein Erreger eben ausbreitet. Und wie in Ischgl jetzt gezeigt wurde und wie wir eben seit Anfang des Jahres wissen, haben sich relativ wenig Menschen infiziert. Ungefähr 40% der Bevölkerung in Ischgl haben überhaupt sich nur infiziert. Gesunde Menschen, die nicht husten, die brauchen aus medizinischer Sicht keine Maske tragen. Das hat keinen positiven Effekt. Aber die Maske hat zahlreiche negative Effekte. Eine Studie an der Uni Innsbruck hat gezeigt, dass das CO2-Gehalt im Blut ansteigt und im Gehirn. Und CO2 ist schlecht für rationales Denken. CO2 ist schlecht für die Gehirnaktivität. Und deshalb sollte man insbesondere bei verantwortlichen Tätigkeiten keine Maske tragen. Und das gilt natürlich insbesondere auch als beispielhaft für die Polizei. Es ist vollkommen aus medizinischer Sicht vollkommen absurd, dass der Innenminister den Polizisten aufgetragen hatte, im Dienst eine Maske zu tragen. Weil daraus muss man vermuten, viele falsche Entscheidungen getroffen wurden. Und in der Maske sammeln sich ja alle Viren, Bakterien und Pilze in einem feuchtwarmen Milieu direkt vor dem Mund und vor der Nase. Das sind ideale Kulturbedingungen, die wir im Labor künstlich versuchen zu erzeugen, wenn wir Viren, Bakterien oder Pilze züchten wollen. Mit der Maske hat jeder diese Laborbedingungen vor dem Mund und atmet diese Bakterien, Viren und Pilze wieder ein. Ich freue mich nun sehr, Ihnen als nächsten Redner, Herr Rechtsanwalt Dr. Ordner aus Tirol, vorstellen zu dürfen. Ich durfte ihn in Wien kennenlernen und war hoch erfreut, dass er bereit war, hier zu sprechen. Ich bedanke mich dafür, dass du es möglich gemacht hast, lieber Christian, und bitte dich, somit zu übernehmen. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dieser Kundgebung, ich bin Rechtsanwalt aus Innsbruck. Ich bin da natürlich von Berufswegen oder vom Studium her sensibilisiert auf Eingriffe in unsere Grundrechte. Unsere Grundrechte, die sind mit sehr viel Blutvergießen von unseren Vorfahren erkämpft worden. Ein Meilenstein war das Staatsgrundgesetz von 1867, nach der Revolution von 1848, auf der noch heute der Großteil unseres Grundrechtskatalogs beruht. Und wenn wir uns anschauen, was davon nach Mitte März in Österreich übrig geblieben ist und wie in einem Handstreich innerhalb von wenigen Tagen das alles abmontiert wurde, ist das erschreckend. Ich hätte es mir nicht vorstellen können, so wie in China, dass eine Millionenbevölkerung unter Quarantäne gestellt wird, eigentlich ihrer Grundrechte beraubt wird, mit einer völligen Übersteigerung und Missinterpretation des allgemein als höchstes Grundrecht, das Recht auf Leben, als Ausrede. Ein großer wesentlicher Anteil wurde hier kostenlos von ihm übernommen. Ich freue mich sehr auf deine Ausführungen in Bezug auf die Wirtschaft. Als Unternehmer, Techniker sowie Gesundheitswissenschaftler kannst du ja bestimmt einiges zur wirtschaftlichen Situation sagen. Vielen Dank, lieber Armin. Hiermit übergebe ich gerne. Vielen Dank. Ich bin bekannt dafür, dass ich sehr schräg in Themen einsteige und so werden Sie es auch heute erleben, dass ich zum Thema Wirtschaft einen Schrägeinstieg wage. Zum Einstieg etwas Historisches. Die Anhänger der Reformation bzw. der katholischen Kirche betrachteten die jeweils andere Seite als irrgläubig. Beide Seiten logen in Druckform.
Doch die Feststellung auf Papier, durch die Feststellung wurde die Unwahrheit dem Empfinden nach verstärkt. Daher verwenden wir heute noch die Redewendung, der lügt ja wie gedruckt. Wenn jemand nicht nur eine kleine Notlüge benutzt, sondern offensichtlich schwindelt, dass sich die Balken biegen. Gut, also bei mir ist jetzt der Dr. Ordner. Was bewegt Sie zum heute da Sie in Bregenz? Ja, ich bin eingeladen worden und zum Thema Eingriff in die Grundrechte zu sprechen. Und ich muss sagen, ich war einfach schockiert, wie leicht innerhalb von wenigen Tagen unsere Grundrechte, die unsere Vorfahren mit viel Blutzoll erkämpft haben, vom Tisch gewischt waren, wie blitzschnell die Medien gleichgeschaltet waren, also die Leitmedien, vor allem der ORF, aber auch die Zeitungen, der Boulevard. Ich bin erst allmählich drauf gekommen, dass es da eine 28 Millionen Euro Presseförderung gegeben hat, aus der die richtige Presse finanziert wurde. Ich war erschüttert darüber, dass das so schnell geht und dass es so viel billiger geht, als sich das Strache da in Ibiza vorgestellt hat. Okay, und Sie sind ja Rechtsanwalt. Sie haben Sie schon diverse Fälle jetzt bezüglich auf Corona? Die Fälle, die da anstehen, sind noch ein bisschen in Warteposition, weil der Verfassungsgerichtshof jetzt im Juli, in der Sitzung im Juli, über die ersten Beschwerden entscheiden wird. Und da wird man sehen, wie der Verfassungsgerichtshof den Vorrang des Rechts auf Leben in dieser Hinsicht interpretiert, in Bezug auf die Eingriffe in die anderen Grundrechte. Alles klar. Gut, vielen Dank fürs Interview. Bei mir ist jetzt der Herr Dr. Fiala. Sie sind Doktor. Was ist Ihr Beruf genau? Ja, ich bin Arzt für Allgemeinmedizin und Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und ich bin zusätzlich auch Wissenschaftler und habe ein Studium zu Wissenschaft gemacht. Das ist der zweite Doktortitel. Alles klar. Und warum sind Sie heute da in Bregenz? Ja, wegen dem Thema Corona und den Maßnahmen, vor allem das Corona an sich, wäre relativ harmlos. Das würde jetzt niemanden hinterm Berg vorlocken. Aber die Maßnahmen der Regierung, die ja angeblich wegen dem Coronavirus getroffen wurden und die angeblich getroffen wurden, um Menschenleben zu retten, die sind absolut skandalös, weil sie in keinster Weise medizinisch begründet sind. Die Regierung begründet das auch gar nicht. Und wenn man sich die Fachliteratur und die Studien ansieht, dann machen diese Maßnahmen überhaupt keinen Sinn, sind aber potenziell gesundheitsgefährlich und führen zu zahlreichen anderen Problemen und Schäden bis hin zu wirtschaftlichen Katastrophen. Okay, und Sie sind ja Allgemeinmediziner auch. Wie ist da die Stimmung im Moment bei den Patienten und so bei Ihnen? Naja, während dieser 3 Monate wurden ja sehr viele Menschen nicht behandelt, auch gar nicht diagnostiziert, auch nicht behandelt. Und es ist durch diese Maßnahmen zu zahlreichen Todesfällen gekommen, die vermeidbar gewesen wären. Es ist ja auch bekannt, dass ein Großteil der Pflegekräfte in ihr Heimatland zurückgegangen ist. Das heißt, viele von den Pflege- und Altersheimen waren ohne oder mit wenig Pflegekräften. Viele Ärzte sind auch nicht aufgrund der Einschränkungen nicht in die Altersheime gegangen. Das heißt, es hat dann dort die Visiten teilweise über den Laptop gegeben mit Skype und viele Behandlungen wurden gar nicht durchgeführt, weil sie angeblich nicht Notfallmaßnahmen waren und das hat natürlich zu massiven Schäden und Problemen geführt. Zusätzlich hatten auch noch viele Menschen Angst durch die Regierung und hatten Angst, sich anzustecken und sind deshalb gar nicht erst in Krankenhäuser gekommen. Also es gibt auch Berichte eben von Patienten, die einen Herzinfarkt hatten und aber aus Angst vor einer Ansteckung nicht ins Krankenhaus und die dann einen schweren bleibenden Herzschaden erlitten haben, der vermeidbar gewesen wäre. Alles klar. Und bei Ihnen in der Praxis sind in dem Fall auch weniger Patienten, die sich da behandeln lassen oder die da in der Praxis auftauchen? Ja, also ich bin in der Gynäkologie und Geburtshilfe spezialisiert und auch dort hat man natürlich einen deutlichen Rückgang erlebt. Okay, dann vielen Dank fürs Interview. Danke. Wir sind heute da mit
Sammelstelle für Annas Waisenhaus, genau. Genau. Ist das ein persönliches Projekt? Also wie ist das entstanden? Ja, das ist ein komplett persönliches Projekt. Ich habe einen nigerianischen Mann, der ist seit 10 Jahren bei uns, hat jetzt auch die Staatsbürgerschaft. Und da es uns so gut geht, möchte er aus dem Land, wo er herkommt, was zurückgehen. Und darum unterstützen wir seit Jahren Waisenkinder in Nigeria. Das sind nämlich immer die Leidtragenden und die, die sich selber nicht helfen können. Unser eigenes Ziel ist, ein eigenes Waisenhaus zu bauen in Nigeria. Und wir bitten euch um Unterstützung, weil bislang wir noch keinen großen Sponsor gefunden haben und somit auf jeden Euro angewiesen sind. Wir schicken da jedes Jahr oder öfters Kleidung, Schultasche, alles, was man fürs Kind braucht, nach Nigeria. Und mit den Sachen, die man in Nigeria nicht braucht, die verkaufen wir da, um den Transport nach Nigeria zu finanzieren. Und haben Sie eine Webseite für das? Ja, das ist was Annas Waisenhaus, African Heart. Gerne können Sie das besuchen. Und das ist alles, genau. Okay. Steht alles drauf. Das ist eine E-Blende dann, ne? Ja, genau. Gerne. Alles klar. Okay, alles klar. Gut. Okay, vielen Dank. Vielen Dank. So, bei mir ist jetzt Tanja Moosmann. Sie ist Veranstalterin jetzt von der Kundgebung da. Was ist da der Hintergrund gewesen, um die Kundgebung zu starten? Die Corona-Maßnahmen, die immer noch aktuell sind, die Wirtschaftskrise, die folgt und jetzt schon bestehend ist für viele Leute und auch eigentlich von einem faireres und freieres System und sicher, das wäre unsere Botschaft und ich mache auch eine Spendenaktion dazu und möchte ein bisschen mehr für Toleranz und Miteinander dastehen. Okay, und was haben wir für ein Programm jetzt vom Dings? Nein. Ja, der Herr Dr. Fiala von Wien ist angereist als Redner in gesundheitsspezifischen Dingen. Der Herr Dr. Ortner ist als Rechtsanwalt da und hat bezüglich der Verfassungsgrundrechte einiges gesehen. Und der Herr Elbs ist vom unternehmerischen Standpunkt her sehr gefestigt, ist auch Gesundheitswissenschaftler und hat sehr viele interessante Angaben noch gemacht zum wirtschaftlichen, zur Wirtschaftsproblematik, wo momentan wirklich aktuell leider viele Leute sehr trifft. Okay. Und gibt es noch mehr Veranstaltungen oder haben wir schon mehr gemacht? Da in Vorarlberg haben wir jetzt die 5. Demo, wobei das ist jetzt die erste, die ich wirklich selber organisiere. Bisher war ich noch Mithelfer. Okay, und sind weitere geplant jetzt noch? Im Moment sieht man, ist die Demo-Faulheit leider schon ein bisschen umgegangen, weil die Maßnahmen schon so locker sind bei uns. Ist ja schön, dass sie locker sind. Nur ich befürchte schon, dass da vielleicht doch noch was auf uns zukommt. Alles klar. Gut, besten Dank fürs Interview. Dankeschön auch. So, bei mir ist jetzt der Herr Armin Elbs. Aus welchem Grund sind Sie heute da in Bregenz? Ja, ich bin Unternehmer, Gesundheitswissenschaftler und Techniker. Aufgrund der gesundheitswissenschaftlichen Bildungsseite traue ich mir einzuschätzen, was man mit uns hier in dieser Corona-Krise macht. Durch die Fakten, die sich nach einigen Wochen der Pandemie, die als solche ausgerufen wurde, ergeben haben, ist für mich klar geworden, dass hier ein perfides Spiel am Laufen ist. Man hat Angst geschürt, man hat willfährig Trittbrett gefahren mit dieser als solchen ausgerufenen Pandemie und versucht nun in der Gesellschaft und in der Wirtschaft umzubauen. Ich bin damit nicht einverstanden, weil man es mit harten Umbrüchen macht. Das heißt, es ist immer noch nicht bewertet, ob etwas gut oder schlecht ist, sondern einfach die Tatsache, dass man hier mit großer Angst, mit großen Schäden operiert, um eine Gesellschaft und eine Wirtschaft zu ändern, wie man sie anders haben möchte, aufgrund der Tatsache, dass sie in den Händen von sehr wenigen Leuten sehr viel Kapital liegt, die undemokratisch, weil eben nicht demokratisch legitimiert, machen, was sie wollen mit uns. Und das ist der Grund, weshalb ich hier bin, weshalb ich auch an jeder Demo hier in Bregenz teilgenommen habe, hier zum 4. Mal auch eine Rede gehalten habe. Und ich werde weiterhin mich dafür einsetzen, dass man Öffentlichkeitsarbeit macht
und auch wenn man schlecht gehört wird, weil hier das Leben ja wieder unter Anführungszeichen normal weitergeht, doch die Themen anspricht, an die sich unweigerlich die Menschen in ein paar Monaten, weil es noch schlechter läuft als jetzt mit Wirtschaft, mit Gesundheit, mit Sozialem, erinnern werden. Nicht um Genugtuung zu erfahren, das ist nicht die Motivation für mich, sondern eben um jetzt zu warnen, um möglichst die zu erreichen, die noch hören wollen. Ja, gut, besten Dank fürs Interview. Danke. Vielen Dank, dass Sie sich für freie Medien interessieren. Und vergessen Sie nicht, abonnieren, teilen, liken und kommentieren.